Ja, hallo liebe Whisky-Freunde, herzlich willkommen bei Shorns Whisky-Ecke. Heute habe ich hier auf meinem Fassdeckel mal einen, ja, zwar einen Whisky ohne Altersangabe, aber der trotzdem schon recht reif ist. Das ist ein Okotoshin 3 Wood. Die Brennerei Okotoshin ist in den Lowlands, wurde in 1823 gegründet, liegt etwas nördlich von Glasgow. Ich kann das hier zeigen. Das ist also hier. Und ist eine der wenigen Destillerien, die noch dreifach destilliert hat, also drei Brennblasen, was ja bewirkt, dass der Spirit aus der letzten Brennblase mit relativ hohem Alkoholgehalt rauskommt und ein sehr weicher Alkohol dann auch ist, wo die ganzen, ja, ganzen Nebenstoffe dann schön raus sind und dass es ein schöner, runder Spirit ist, der dann reifen kann. Der Whisky hat keine Altersangabe, ist mit 43 Volumenprozenten abgefüllt. Ja, hier steht zwar mit Farbstoff, ist schade, weil ich werde das dann gleich erzählen, wo der Whisky gereift ist in den Fässern. Da muss es eigentlich nicht unbedingt gefärbt werden. Das ist eigentlich schade, weil es ist eine sehr schöne dunkle Mahagonifarbe. Aber es ist, wie es ist. So soll es sein. Und ja, zur Reifung. Also das steht nichts Konkretes drauf. Es steht nur drauf, dass eine Reifung in Ex-Bourbon-Fässern erfolgt ist. Dann ein Finish in Oloroso Sherry Fässern für ja, eine gewisse Zeit und dann ein letztes Finish in Pedro Jimenez Sherry Fässern. Man erzählt, es steht aber nicht drauf, dass die Reifung in Ex-Bourbon Fässern 10 Jahre sind und dann 2 Jahre Nachreifung in Oloroso Sherry Fässern und nochmal ein halbes Jahr in den Pedro Jimenez Fässern, sodass ja, alles in allem dann am Ende 12,5 Jahre stehen. Das ist eigentlich schon recht ordentlich und 2 Jahre Nachreifungszeit oder insgesamt 2,5 Jahre dann ist relativ lang für eine Nachreifung. Also da kommt schon ordentlich Farbe aus dem Fass, wie man hier sieht, sodass ich mir sehr gute Geschmackserlebnisse und Geruchserlebnisse jetzt verspreche. Ja, hier steht das nochmal drauf mit den Fässern. Ja, Ex-Bourbon-Fässer bringt halt Zitrone, Vanille. Einflüsse, Oloroso ist gewisse Fruchtigkeit und Nussigkeit und die Pedro Jimenez Fässer bringen dann in der Regel eine gewisse ja, süße und fruchtige Komplexität. Ja, zum Geschmack steht hier drauf in der Nase brauner Zucker, Orange, auf der Zunge dann Haselnuss mit Zimt, Zitrus und Butterscotch. Und der Abgang soll fruchtig und eine relativ lange Eichensüße sein. Eichensüße ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber man wird es sehen. Dann steht hier noch drauf, als letztes, die Leute, die da wohnen, sprechen das Okotoshin aus. Und das ist gälisch und heißt übersetzt Ecke des Feldes oder Feldecke. Ja. Ansonsten, wie gesagt, dreifach destilliert, ist relativ selten und ja, auf der Flasche steht nichts anderes drauf, deswegen können wir jetzt gleich zur Verkostung kommen. Frucht. Ja, man sieht also, dass das eine sehr, sehr schöne Farbe ist im Glas. Also wunderbar Bronze-Mahagoni-Farben so. Ja, und dann riechen wir mal. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da für eine Fruchtigkeit drin ist. Eine richtig fruchtige Süße, würde ich sagen. Aber dann auch leichte Eiche, aber gar nicht vorherrschend, gar nicht dominant. Ja, Nussigkeit, aber geröstete Haselnüsse ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, dann kosten wir mal.
doch ein relativ kräftiger Antritt im Mund. Da sind für 43 Volumenprozent schon ordentlich Dampf dahinter. Ja, und Frucht, ja, eher dunkle Früchte. Und dann kommt jetzt auch ein bisschen die Eiche. Also nicht bitter, aber deutlich zu spüren. Ja, also ein wirklich wunderbar komplexer Whisky. Der doch sehr Spaß macht und den man wirklich eine Zeit lang auf sich wirken lassen kann, wo man immer wieder neue Töne rausschmeckt, rausriecht. Also lohnt sich. Ja, preislich ist der relativ für 12,5 Jahre, wie man munkelt, gut bepreist, so um die 40 Euro. Ich habe ihn jetzt im Angebot für 32 erstanden, das ist also ein Top-Preis. Den gibt es eigentlich immer. Den gibt es auch schon 15, 20 Jahre. Ist also ein Dauerbrenner quasi. Das zeigt also, dass er auch gut angenommen wird. Das ist jetzt noch die Ausführung, die bis letztes Jahr galt. Dieses Jahr ist ein neues Design erschienen in so einer dunkelblauen Verpackung. Aber Inhalt ist natürlich nach wie vor dasselbe. Ja, das soll es gewesen sein. Also große Empfehlung für den Whisky. Schaut nach und habt Spaß damit. Vielen Dank, euer Schwurm.